Nach Südtirol jetzt. Der Südtirol-Konvent kommt in die entscheidende Phase. In insgesamt 9 sogenannten Open-Space-Treffen konnten interessierte Bürgerinnen und Bürger in allen Bezirken ihre Wünsche an ein neues Autonomiestatut äußern. Einige Ergebnisse gibt es bereits. Welche Zukunft für unser Land? Um diese Frage ging es bei den 9 Open-Space-Veranstaltungen des Autonomiekonvents. Getroffen hat man sich in ganz Südtirol. Heute die letzte Etappe in Bozen, also auch Zeit für eine erste Bilanz der Organisatoren. Insgesamt bei allen Open Space sind fast 2000 Menschen dabei gewesen und das wirklich von Anfang bis Ende. Und deswegen Hut ab und ein großes Kompliment und wirklich danke für die Partizipation. Vielleicht, was ich mir etwas mehr erwartet hätte, dass in Bozen noch größere als Hauptstadt Partizipation ist. Man hat sehen können, dass zum Beispiel die italienische Sprachgruppe nur vereinzelt anwesend gewesen ist. Das mag verschiedene Gründe haben. Allgemein kann man sagen, dass eben Frauen und jüngere Menschen bei den Open Spaces, bei den Diskussionsveranstaltungen nicht so präsent waren. Auffallend, einige Themen wurden überall, egal ob in Schlandau, Bozen, Meran, Bruneck, Neumarkt, Brixen oder Stern, hitzig und intensiv diskutiert. Es wurde diskutiert einerseits über den Ausbau der Autonomie, die verschiedensten Modelle, die Vollautonomie, dekliniert dann in Finanzautonomie und so weiter, aber auch über die Selbstbestimmung. Es wurde sehr viel diskutiert über die Politikgestaltung, die sogenannte Governance. Es wurde auch diskutiert über Südtirols sogenannte Außenbeziehungen. Sogenannte Bezirksthemen gab es auch. In Schlanders wurde zum Beispiel zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auch diskutiert oder zur Gesundheit spezifisch. Im Gardertal wurde natürlich vermehrt zu den ladinischen Interessen diskutiert. In Bozen und im Meran kam auch immer wieder vermehrt das Thema der Schule und der Bildung allgemein auf. Und in Brixen diskutierte man zum Beispiel über den Laizismus. Bis morgen kann man sich noch für das Forum der 100 einschreiben. Am 2. April tagt es erstmals. Diese 100 Bürger begleiten den Konvent der 33, der die Reform des Autonomiestatuts vorbereitet. Was von den Vorschlägen tatsächlich umgesetzt wird, wird im Regionalrat und in Rom entschieden. Es ist ja nicht so, dass dann automatisch das Autonomiestatut mit allen Wünschen neu geschrieben ist, sondern das kommt nach Rom und dort wird es dann auch verfassungsrechtlich geprüft und das, was umsetzbar ist, wird dann umgesetzt. Welche Zukunft für unser Land? Die Frage bleibt spannend.